bereit. Gerne. Ja, liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter, ich begrüße Sie zu dieser Pressekonferenz im Anschluss an den Ministerrat. Hier vorne stehen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch. Malu Dreyer wird zunächst über weitere Öffnungsschritte mit Blick auf die Corona-Pandemie berichten. Danach wird Clemens Hoch den Stand der Impfungen erläutern. Und schließlich, dritter Teil, wirft die Ministerpräsidentin noch ein Schlaglicht auf das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche, zu dem es nächste Woche allerdings auch eine PK geben wird. Danach ist Zeit für Fragen und O-Töne. Die PK ist hybrid, das heißt, es sind auch Kolleginnen und Kollegen telefonisch zugeschaltet. Und jetzt hat die Ministerpräsidentin das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Brück, und ich darf Sie auch alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich hoffe, alle mit guter Laune, nachdem jetzt schon tagelang die Sonne scheint. Und ich glaube, das tut uns allen wahnsinnig gut, mir auf jeden Fall. Und ich sehe auch viele fröhliche Gesichter. Wir haben auch gute Zahlen. Ich will das sagen, auch wenn die Inzidenz jetzt die letzten Tage immer so ein bisschen ganz leicht hochgeht, hat der Gesundheitsminister gerade im Kabinett noch mal berichtet, dass immerhin noch dass wir immer noch 40% bei den Zahlen sind unter der Vorwoche. Das heißt, wir haben keinen Grund zur Beunruhigung, sondern wir gehen davon aus, dass die Inzidenz sich auch perspektivisch weiter nach unten entwickelt. Und deshalb, wie so oft an allererster Stelle, ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Rheinland-Pfälzer, an die Rheinland-Pfälzerinnen, die doch wirklich auch mit großer Disziplin und Verantwortungsbereitschaft mitgeholfen haben, dass sich die Inzidenzen in unserem Land nach unten entwickeln und inzwischen wirklich auch in allen Landesteilen mit wenigen Abstrichen, was den Umfang betrifft, viele doch wirklich auch mit Öffnungen jetzt wieder leben können und damit auch ein Stück anderes Normalität auch wieder leben können. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben früher immer, wenn die Inzidenzen hoch waren, so einen Blick auch auf die Krankenhäuser geworfen. Deshalb will ich jetzt heute auch einfach nochmal sagen, weil wir selbstverständlich die Krankenhäuser auch weiter im Blick haben. Dort entspannt sich die Lage auch. Wir sind deutlich unter Niveau November. Die Infektionen haben sich in den Krankenhäusern um 2/3 zurückentwickelt. Auch die Intensivbelegung um 1/3. Aber bei den Beatmungsbetten ist es nach wie vor so, dass wir über dem November oder noch nicht runtergerückt sind, immer noch über dem November liegen. Und das ist dieses Phänomen, das Schlimme eigentlich auch an Covid, dass die Beatmung oder das behandlungspflichtige Zeit einfach sehr, sehr lange dauert und so viele Menschen nach wie vor eben lange im Krankenhaus sind, sobald sie eben Beatmung nötig haben. Deshalb denken wir einfach auch an die Menschen, die wirklich auch noch sehr schwer erkrankt sind und danken auch nochmal allen in den Krankenhäusern, die es jetzt auch in dieser dritten Welle noch mal geschafft haben, Tag und Nacht für die Menschen da zu sein und diese Arbeit zu leisten, damit die Menschen wirklich auch gut versorgt sind in unseren Krankenhäusern. Wir haben Ihnen vor einiger Zeit vorgestellt einen Perspektivplan. Wir sind sehr froh, dass der Ministerrat heute beschlossen hat, dass wir planmäßig am 2. Juni in diese dritte Stufe gehen können. Und dass wir dank des verantwortlichen Verhaltens der Bürger und Bürgerinnen, das ich eben schon genannt habe, und der niedrigen Infektionszahlen sogar etwas umfangreicher vorgehen, als wir ursprünglich in dem Plan vorgesehen hatten. Das hat damit zu tun, Herr Hoch wird darüber auch noch berichten, dass natürlich die Impfungen zügig fortschreiten, dass wir konsequent testen in unserem Bundesland. Und vielleicht, Clemens, kann ich das an der Stelle auch gerade mal einfügen. Weiß ich nicht, ob es noch Fragen gibt. Mir ist es nochmal sehr, sehr wichtig, oder uns beiden an der Stelle beim Thema Testen auch nochmal zu sagen, auch wenn es bedauerlicherweise Betrug gibt an einzelnen Stellen, dass es doch in Rheinland-Pfalz auch ganz, ganz viele gibt, die ganz schnell, ganz engagiert die Teststationen aufgebaut haben, viele freiwillige Feuerwehr, was auch immer, die geholfen haben, dass wir dieses umfangreiche Testen machen können. Und an die ein ganz großes herzliches Dankeschön. Wir passen schon auf, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren. Wir gucken ganz, ganz genau hin. Aber es ist schon auch klar, dass die Mehrheit der Impfstellen mit großem Engagement vorangetrieben worden ist. Und ohne die hätten wir es auch gar nicht geschafft. Aufgrund all dieser Dinge, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, können wir jetzt uns also freuen auf weiter bessere Tage. Und ich will an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen,
dass wir mit viel Zuversicht und gutem Wetter jetzt auch in diesen Juni starten. Und wenn auch noch nicht alles uneingeschränkt möglich sein wird, so dürfen wir uns doch auf den Sommer freuen, weil die Zahlen sich einfach sehr gut entwickeln und immer mehr Menschen geimpft werden. Ich beginne mit Moment, dem richtigen Zettel, den ich jetzt irgendwie auf dem Weg hier runter doch verwurschtelt habe. Ach, hier ist er. Mit den Kontaktbeschränkungen, entsprechend des Perspektivplans wird es jetzt so sein, dass die Kontaktbeschränkungen insoweit erweitert werden, dass in Zukunft 5 Personen aus 5 unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen dürfen. Im Moment sind es ja noch 5 Personen aus 2 Haushalten. Einschließlich der 14-Jährigen, bis 14 Jahre Kinder werden natürlich nicht mitgezählt. Und dazu kommen auch noch die Menschen, die geimpft sind oder die genesen sind. Ich mache immer gerne das schöne Beispiel. In der Regel ist es auf jeden Fall die Großmutter oder der Großvater, die geimpft sind, zweimal geimpft sind. Und dann können sich eben 5 Leute aus den Hausständen treffen und können die Großmütter eben mit dazukommen oder die Großväter, weil sie eben schon zweimal geimpft sind. Grundsätzlich entfällt bei Außenaktivitäten die Testpflicht mit möglichst digitaler Kontakterfassung, also überall, wir sind ja immer bei dem Ding überall unter 100. Da ist das mit den Kontaktbeschränkungen so, da ist es mit dem Thema Testpflicht bei Außenaktivitäten, das in der Gastro so ist, auch beim Sport so, ich komme auf die einzelnen Punkte noch zu sprechen. Dort aber bitten wir oder beschreiben wir es auch als soll, immer dort, wo sich Menschen dann versammeln, wie in der Gastro oder wo auch immer im Außenbereich, dass es dort Kontakterfassung gibt. Und nach unserer Sicht sollte es digitale Kontakterfassung sein. Und ich will hier auch nochmal sehr klar sagen, wir müssen tatsächlich auch in diesem Land jetzt in dieser Phase es endlich auch alle miteinander hinbekommen, dass wir digitale Nachverfolgung hinbekommen, dass es den Gesundheitsämtern dann leicht fällt. Die haben mit wenigen Ausnahmen jetzt alle SORMAS und auch Luca und können dann möglich sehr einfach auch Kontaktnachverfolgung machen, sodass wir uns auch wünschen, dass diese digitale Kontakterfassung auch angewandt wird in den unterschiedlichen Einrichtungen. Was gilt für die Gastro? Für die Gastro gilt überall unter 100. Dass die Innengastronomie auch wieder geöffnet werden kann mit Test in dem Fall, dass die Testpflicht im Freien entfällt, das haben Sie auch schon berichtet, und dass die Möglichkeit der Abholung von Speisen, Getränken an der Theke, das ist wichtig für die Biergärten, das ist wichtig für die Pfälzer Waldhütten, dass das eben in Zukunft auch wieder möglich sein wird. Für die Hotels, und darauf haben ja viele gewartet in unserem Land, gilt überall unter 100, die Bewirtung interner und externer Gäste innen und außen soll möglich sein. Das Frühstück auch als Buffet soll wieder zulässig sein. Die Testung aller Gäste ist erforderlich alle 48 Stunden. Die Saunas dürfen wieder öffnen. Wellnessangebote sind möglich, zum Beispiel Massagen, Kosmetikanwendungen. Und auch die Hallenbadnutzung unter Auflagen für Hotelgäste und das möglichst im Rahmen der Kontaktbeschränkung. Also nur für die Hotelgäste, die Hallenbäder in unseren Hotels. Für die Kultur gilt überall unter 100 Kultureinrichtungen, das sind Theater, Kinos und so weiter, und dürfen innen und im Freien für 100 Zuschauer und Zuschauerinnen geöffnet werden. Innen mit Test im Bereich der zulässigen Kontakte kann zusammengesessen werden. Es gilt das Schachbrett, das kennen eigentlich alle, die in der Vergangenheit mit der Pandemie auch schon zu tun hatten. Innen dürfen Proben in der Laienkultur im Rahmen der Kontaktbeschränkungen ermöglicht. Das heißt, 5 Personen aus 5 Haushalten plus Anleitungsperson plus Geimpfte und Genesene mit Testpflicht im Freien mit bis zu 10 Personen plus Anleitungspersonen, plus Geimpfte und so weiter. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Kinder draußen in Gruppen mit 25. An der Stelle ist vielleicht noch wichtig zu sagen, für unsere Theater, dass das auch eng abgesprochen worden ist, dass das Staatstheater in ein Modellprojekt ist, das heute wahrscheinlich startet. Und das heißt, das Staatstheater ist nicht gebunden an die 100er Zuschauerschaft. Das ist ein wichtiger Punkt auch noch für die Kollegen und Kolleginnen hier in Mainz. Überall unter 50 gibt es dann noch Erweiterungen. Kulturveranstaltungen im Freien können dann 250 Zuschauer und Zuschauerinnen möglich machen. Proben der Laienkultur innen mit bis zu 10 Personen plus Anleitungsperson und natürlich immer plus Geimpfte und Genesene. Und auch was die Kinder betrifft, Gruppen bis 25 Kinder, ist dann eben auch entsprechend möglich. Und es ist dann auch immer die Parallele beim Sport, in der Kultur. Es ist immer das gleiche Prinzip.
Was die Freizeiteinrichtungen betrifft, überall unter 100. Dort öffnen alle Freizeiteinrichtungen, zum Beispiel die Minigolfplätze. Darauf warten ja auch viele Familien vor allem. Es dürfen öffnen die Freizeitparks. Darauf warten auch einige. Es gibt ja auch schon die eine oder andere Klage dazu im Freien. Dort gilt mit Maske, wo immer möglich, sowie Kontakterfassung. Zusätzlich gibt es die Vorausbuchungspflicht beim Freizeitpark. So, und jetzt nochmal das Ganze beim Sport. Wenn Sie möchten, unter 100 ist das Gleiche, was ich eben erzählt habe, auch bei der Kultur. Nur übersetzt jetzt mal, beim Sport gilt es beim Thema Training inklusive Kontaktsport. Also wir haben das jetzt nicht mehr reduziert auf kontaktlosen Sport. Da gilt im Freien mit 10 Personen plus Trainer plus Geimpfte plus Genesene Training innen innerhalb der Kontaktbeschränkung. Das heißt 5 Personen aus 5 Haushalten plus Trainer plus Geimpfte und so weiter. Für die Kinder bis 14 Jahren gilt auch Kontaktsport draußen mit bis zu 25 Kindern. Wir öffnen die Freibäder, also wir öffnen sie nicht, sondern wir erlauben, dass die Freibäder geöffnet werden und die Badeseen mit einer Kapazitätsbeschränkung auf 50% und auch weiteren Schutzmaßnahmen. Natürlich können Kommunen und so weiter ihre Hygienekonzepte anwenden, die sie in der Vergangenheit erfolgreich erprobt haben. Auch die Öffnung der Saunen ist natürlich möglich mit einer Kapazitätsbeschränkung auf 50% und Test. Und es dürfen 100 Zuschauer innen und außen sind zulässig, auch bei sportlichen Veranstaltungen. Unter 50 beim Sport, und es sind schon ganz schön viele in Rheinland-Pfalz, ist Training inklusive Kontaktsport im Freien mit 20 Personen dann zulässig, plus Trainer und so weiter. Innen mit 10 Personen und 25 Kindern und Zuschauer dürfen es dann 250 sein im Außenbereich. Ich will noch ein Wort sagen zum Thema Kirche, überall auch unter 100. Dort ist dann wieder Gemeindegesang im Freien möglich, Musikgesang in der Kirche durch kleinere Ensembles möglich und Kommunion, Konfirmations- und Firmenunterricht ist zulässig. Und dann gibt es noch die außerschulischen Bildungsangebote, das sind also die VHSen und andere Bildungsträger. Überall unter 100 wird es so sein, im Bereich außerschulische Bildung gehen jetzt Angebote mit einer Person pro angefangenen 10 Quadratmeter. Das waren vorher 20 Quadratmeter. Und ebenso im Bereich von Musik- und Kunstunterricht, innen bei Gesang- und Blasunterricht, Instrumente mit Testpflicht. Weitere Erleichterungen für Kinder bis einschließlich 14 Jahre für den Musik- und Kunstunterricht, sodass man im Freien auch mit Gruppen mit 25 Kindern entsprechend musizieren kann. Und unter 50 gibt es dann auch wieder die entsprechende Erleichterung, was die Menge von Menschen betrifft, also mit 20 Personen im Freien und nicht nur mit 10 und so weiter. Ich glaube, das ist es an Schritten. Die Bildungsministerin hat gestern ja schon verkündet, dass auch das Thema Schule nach den Pfingstferien, dass da noch eine Woche Wechselunterricht ist und dass sie dann, wenn das mit den Inzidenzen so weitergeht, davon gehen wir aber aus, es dann direkt in den Vollunterricht geht, in den Präsenzunterricht geht. Auch darüber sind wir sehr froh. Darüber, glaube ich, freuen sich auch vor allem die Eltern und die Kinder. Und ich denke, das ist jetzt eigentlich ein sehr rundes Paket. Und bevor ich auf das eingehe, was Herr Brück sagt, das Thema Aktionsprogramm aufholen, was wir heute im Kabinett besprochen haben, gebe ich jetzt ab an den Herrn Hoch. Tag zusammen, sehr verehrte Damen und Herren. Das alles gelingt uns mit diesen Öffnungsschritten, weil wir auch in unserem Bundesland sehr gut mit dem Impfen vorankommen. Wir haben aktuell 20% der Menschen, das heißt jeder 5. Rheinland-Pfälzer, der vollständig geimpft ist. Und das spürt man jetzt auch beim Rückgang der Inzidenzen. Dazu kommen die guten und umfangreichen Testangebote und wir sind froh, dass wir die im Land haben. Und es kommt natürlich davon, dass Menschen sich auch an die Regeln gehalten haben und sie akzeptiert haben in der Vergangenheit. Und ich kann nur appellieren, dass das auch für die Zukunft gilt. Wir sind noch nicht durch. Wir sind mit unseren Inzidenzen auf dem Höhepunkt dessen, was wir in der ersten Welle gespürt haben. Wir haben ein anderes Bewusstsein dafür. Wir haben auch gelernt und können deshalb jetzt auch schrittweise lockern. Und insgesamt sind damit gestern mehr als 800.000 Zweitimpfungen durchgeführt worden. Damit liegen wir immer noch signifikant über dem Bundesdurchschnitt. Und hinzu kommen 1,65 Millionen Erstimpfungen. Für die kommende Zeit interessiert die allermeisten Menschen, wann bin ich denn endlich dran? Ich bin schon relativ lange registriert. Es kommen jetzt nächste Woche noch viele, viele mehr dazu.
Und deswegen ganz klar zu sagen, die kommenden Lieferungen der Impfstoffe, wir rechnen mit 1,5 Millionen Dosen für den Juni, die gehen zu zwei Dritteln in das System der Hausärzte, der niedergelassenen Ärzte, der Betriebsärzte. Und es ist deshalb ratsam, sich auch bei einem Arzt des Vertrauens um einen Termin zu bemühen. Es gibt gute Chancen, dass man da schneller vorankommt als beim Land. Wir haben aber auch die Gruppe der Menschen über 60, die sich im April etwas früher registrieren konnte als andere in der Prioritätsgruppe 3. Denen werden wir bis Anfang kommender Woche allen einen Impftermin vergeben. Der ein oder andere hat vielleicht zwischenzeitlich dann auch beim Hausarzt Erfolg gehabt. Und trotzdem wird diese Gruppe der Menschen, die sich also vor dem 18. April registriert hat, auch nächste Woche mit einem Brief oder einer E-Mail mit seinem Impftermin rechnen können. Diese Impftermine finden dann aber natürlich erst bis Ende Juni statt. Auch bei den Impfungen in der Prio 3 wird nun Fahrt aufgenommen. Stand gestern waren es 820 Menschen in der Prio-Gruppe 1. Also es steigt weiterhin an in der Prio-Gruppe 1. Es gibt immer noch Menschen, die sich dann jetzt doch für eine Impfung entscheiden, wo sie sehen, es vertragen die meisten gut oder sie haben neu einen Beruf angefangen, zum Beispiel im Krankenhaus oder in der Intensivmedizin oder sind einfach 80 geworden und registrieren sich jetzt deshalb vielleicht nochmal darüber. Wir haben 5.300 Menschen in der Prio-Gruppe 2 gehabt und wir haben etwa 400.000 registriert in der Prio-Gruppe 3. Also mit den zusätzlichen Impfdosen rechnen wir damit, dass es schnell vorangeht. Muss man auch sehen, im Laufe des Juni werden immer mehr Zweitimpfungen dazukommen, sodass der Anteil der Erstimpfungen nicht so schnell geht, wie die Menge von 1,5 Millionen Impfstoffdosen erscheinen lässt. Limitierender Faktor ist demnach immer noch der Impfstoff, und da bekommen wir im Moment nicht mehr. Wir sind aber froh, dass es signifikant gesteigert ist zu den vergangenen Wochen. Ich kann deshalb auch nur jedem raten, der in einer Priorisierungsgruppe 1, 2, 3 ist, sich vor dem 7. Juni noch zu registrieren. Wir als Land haben uns ja entschieden, der Platz in der Warteschlange bleibt erhalten. Also wer registriert ist, muss keine Angst haben, dass er irgendwie nach hinten rutscht, weil nach dem 7. Juni sich dann alle Gruppen unabhängig von der Priorisierung registrieren können. Und da nochmal, für nach dem 7. Juni werden wir nur noch eine einzige Priorisierung haben, außer der Zeit, nämlich die Menschen über 70, die sollen auch weiterhin schnell einen Termin bekommen. Bei den Kindern und Jugendlichen über 12 Jahren warten wir immer noch auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Das wird dazu führen, solange wir die nicht kennen, dass sich Kinder und Jugendliche nicht registrieren können beim Land ab dem 7. Juni und auch nicht an der Terminvergabe teilnehmen werden. Wir können in den Impfzentren nämlich nur impfen, wenn eine Empfehlung der STIKO vorliegt. Ansonsten funktioniert das in diesem dann doch Massengeschäft in den Impfzentren nicht mit der ärztlichen Aufklärung. Und ich bin sehr froh, dass der Hausärzteverband und die Kassenärztliche Vereinigung ohnehin dafür plädiert, dass die tragende Säule der Impfungen der Kinder in den Arztpraxen erfolgen soll, um, falls über den Sommer dann noch mehr Impfstoff kommt, auch möglicherweise noch ungeimpften Eltern gleichzeitig ein Angebot machen zu können. Ich möchte von meiner Seite auch nochmal an das Lob der Ministerpräsidentin anschließen. Ich habe eben gesagt, der Erfolg des Rückgangs der Inzidenzen hat drei Gründe. Das ist Impfen, das ist Einhalten der Regeln, aber es ist auch das Testen. Und wir haben es in kürzester Zeit geschafft, 1600 Teststellen in Rheinland-Pfalz zu etablieren. Damit sind wir pro Einwohner sehr zügig bundesweit Spitzenreiter gewesen. Und davon sind 421, das heißt jede vierte, 26%, in kommunaler Trägerschaft und in Trägerschaft der Hilfsorganisationen, ohne die wir die ganze Pandemie nicht hätten stemmen können. Und wir gehen davon aus, dass das dort besonders vorbildlich läuft. Aber wir haben unter den fast 1200 Privaten auch 235 Apotheken und 355 ärztliche Praxen. Auch in denen bietet eigentlich auch das, was wir alles kennen aus Arztpraxen, Apotheken, Gewähr dafür, dass das ordentlich funktioniert. Und bei den 599 kommerziellen Anbietern sind auch viele dabei, die sehr professionell aufgestellt sind. Sie kennen zum Beispiel die Drogeriemarke DM, bei der man sich testen lassen kann. Wir glauben also in Rheinland-Pfalz, auch mit den dank des Landesamts stichprobenartig durchgeführten Kontrollen, dass wir da einen ziemlich guten Überblick haben, dass es in den allermeisten Fällen sehr gut funktioniert. Und ich möchte mich einfach mal herzlich bedanken bei denen, die das möglich gemacht haben. Vor allem den vielen Ehrenamtlichen aus der Blaulichtfamilie, die da jeden Abend noch im Testzentrum stehen und neben ihrem normalen Job auch Bürgerinnen und Bürger ein bisschen mehr Freiheit ermöglichen. Ja, herzlichen Dank für diese Erläuterungen. Jetzt hat die Ministerpräsidentin wieder das Wort. Vielen Dank, Herr Brück.
Ich will noch sagen, wir haben auch miteinander besprochen, auch im Ministerrat so angesprochen, dass wir natürlich weitere Perspektiven eröffnen wollen, wenn die Inzidenz weiter fällt. Wir werden deshalb einen weiteren Perspektivplan vorlegen. Wir werden uns damit nächste Woche im Kabinett beschäftigen und ihn dann auch vorstellen. Uns schwebt vor, dass wir Mitte Juni auch weitere Perspektiven aufzeigen und dann auch nochmal Anfang Juli, um dann auch klar zu haben, was ist über den Sommer möglich. Und es ist für uns vollkommen klar, dass es immer noch ganz viele Menschen gibt. Ich nenne jetzt nur mal Brautpaare oder die Veranstaltungsbranche oder wo Öffnungsschritte einfach auch ersehnt werden, Fachmessen und so weiter, Bus- und Schiffsreisen. Und natürlich haben wir das im Auge und wir werden uns intensiv damit beschäftigen und dann auch wieder einen Perspektivplan vorlegen, sodass die Leute wissen, in welchen Schritten geht es dann auch weiter hier bei uns im Bundesland. Darüber hinaus haben wir uns heute eher mit einem formalen wichtigen Beschluss befasst, der aber ausgefüllt wird durch unsere Ministerien. Sie alle wissen, dass die Pandemie, ich sage das immer, die Pandemie trifft uns alle, aber sie hat uns nicht alle gleichermaßen hart getroffen. Wer ganz sicher sehr hart getroffen war in dieser ganzen Zeit und immer noch ist, das sind die Familien, das sind die Kinder, das sind die Jugendlichen. Und deshalb waren wir und sind wir sehr froh, dass der Bund sich ja entschieden hat, ein Aktionsprogramm aufzulegen im Sinne von Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche. Wir haben dazu heute im Kabinett die Voraussetzungen geschaffen, dass die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund entsprechend abgeschlossen werden kann, sodass wir dann auch direkt ins Doing eintreten können. Die zuständigen Ministerien, das ist das Familienministerium, das Bildungsministerium, aber auch gemeinsam mit dem Innenministerium, mit dem Umweltministerium, mit dem Wirtschaftsministerium und dem Arbeitsministerium sitzen zusammen, um nochmal zu überlegen, was können wir den Familien vor allem jetzt in der Sommerzeit anbieten, um einerseits auch Eltern nochmal so ein Aufatmen zu ermöglichen, dass sie sagen, ich habe jetzt auch definitiv noch mal die Möglichkeit, neben dem gemeinsamen Urlaub auch noch mal etwas mit, dass die Kinder wirklich auch gute Angebote haben in unserem Land. Und zum anderen natürlich für die Kinder, weil entgegen vielen Beschreibungen geht es auch, aber nicht nur um das Thema, dass Kinder vielleicht Lernstoff und Kompetenzen sich weiter oder nachholen müssen und aufarbeiten müssen. Es geht jetzt, denke ich, in allererster Linie darum, dass die Kinder ihre sozialen Kontakte wieder pflegen können, dass ihre Freunde sehen, dass sie unbeschwert miteinander auch Ferien machen können. Und das wollen wir entsprechend ausgleiten im Sinne von einem Landesprogramm. Und das werden wir dann gemeinsam mit den Ministerinnen in der nächsten Woche an dieser Stelle dann vorstellen. Ja, herzlichen Dank auch noch für diese thematische Abrundung. Jetzt wären wir an dem Punkt angekommen, wo es um Ihre bzw. eure Fragen geht. Wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen sind auch telefonisch geschaltet, aber erst würde ich mal die Arena hier freigeben. Bitte dazu sagen, an wen sich die Frage richtet. Bitte schön. Die erste bezieht sich, also wahrscheinlich beziehen sich beide auf das, was Sie nächste Woche besprechen. Ein Hinweis noch, dass ich kurz unterbreche, wenn man das Steuerungsgerät umschaltet auf grün, dann ist es auch für alle im Livestream zu hören. Genau. Dann starte ich gerade nochmal neu. Wahrscheinlich bezieht sich die Frage auf das, was dann kommende Woche aufs Tapet kommt. Nämlich einerseits die Frage nach den Bordellen, wo schon gefragt wird, wann denn da Öffnungsschritte kommen. Und zweitens haben wir eine ganz konkrete Frage aus unserem Studio in Trier, wo sich die Veranstalterinnen und Veranstalter von Porta Hoch 3 die Frage stellen, was denn so festivaltechnisch und Picknickkonzerttechnisch vielleicht im Sommer möglich sein wird. 250 Personen sagen sie jetzt. Gibt es denn irgendeine Perspektive oder eine Idee, wann das noch mehr werden könnte? Und was macht man zum Beispiel mit schon verkauften Tickets etc.? Dankeschön. Wir gehen ja heute wirklich einen sehr großen Schritt schon, viel weiter, als wir das uns ursprünglich zugetraut haben in unserem Perspektivplan. Wir haben uns auch nicht vorstellen können, wie viele, dass die Zahlen jetzt so schnell zurückgehen. Und das ist erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir werden ab nächster Woche dann einen Perspektivplan vorlegen, was ab dem 21. Juni dann möglich ist und im Sommer.
Wir haben nächste Woche Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist eine reguläre. Da ist nicht Corona im Mittelpunkt. Aber wir haben uns auch vorgenommen, und ich hoffe, das gelingt, dass wir zu dem Thema größere Veranstaltungen vielleicht doch einen bundesweiten Konsens hinbekommen. Also es geht nicht darum, wieder 1000 Details zu regeln. Aber das ist so ein Thema, wo es total sinnvoll wäre aus meiner Sicht, dass man zum Thema große Veranstaltungen miteinander eine Regelung findet. Ohnehin werden wir das dann verkünden, was wir dann vorhaben im Land. Aber es wäre umso schöner, wenn wir bundesweit dazu eine Regelung fänden. Im Übrigen gibt es die Überbrückungshilfen 3, ja, die ja so auch angelegt worden sind, dass sie eigentlich dafür da sind, dass Veranstaltungen geplant werden im regulären Umfeld. Und wenn dann am Ende die Veranstaltung doch nicht so stattfinden kann und die Zuschauer dann wieder reduziert werden müssen aufgrund der pandemischen Lage, dass da auch Ausfallmöglichkeiten gibt, Entschädigungen gibt. Aber ich glaube, man ist gut dran, wenn man sich jetzt mal an diese Zahlen hält, die da sind. Und nächste Woche werden wir verkünden, was aus unserer Sicht möglich ist im Sommer. Und dann wird auch diese Szene ganz sicher auch eine bessere Planungssicherheit dann haben werden. Ja, und unter all diese Kategorien fällt natürlich, ich habe es ja vorhin gesagt, da gehören die Busreisen, die Schiffsreisen, die warten auch alle auf Antworten, Veranstaltungen. Natürlich auch haben wir Zuschriften von den Bordellen. Diese Fragen werden wir in diesem ganzen Zusammenhang dann miteinander klären. Die nächste Frage geht an Ihre Scheibe. Gut. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich jetzt als erstes den Matthias Bartsch aufrufen, der telefonisch zugeschaltet ist. Vielen Dank, Herr Dreier, danke hoch. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, falls ja. Möchte ich gerne noch eine Frage stellen zu den Schnelltests und Bürgertests. Es hat sich auch in Rheinland-Pfalz gezeigt, dass eigentlich niemand richtig kontrolliert, ob diese Abrechnungen stimmen. Also die KV ist nicht dazu in der Lage. Die Gesundheitsämter und das Landesamt kontrollieren offenbar nur nach hygienischen Gründen. Die Frage ist, gibt es bei Ihnen irgendwelche Hinweise, dass das Missbrauch in einem nennenswerten Umfang stattgefunden hat? Und andererseits gibt es eine Idee oder vielleicht sogar einen Plan, wie man das verhindern kann, dass im Augenblick einfach, wie man schreibt, er hat so viele Leute getestet und man weiß noch nicht mal, wie viele Tests er in Wirklichkeit überhaupt eingekauft hat. Ich würde die Frage noch mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, es geht um das Thema Abrechnungsbetrug bei Schnelltests. Wie kann man das verhindern? Gibt es Fälle? Also Herr Bartsch, vielen Dank. Die Überprüfung der Abrechnungen obliegt dem Bund und der von ihm beauftragten Einheiten. Da ist das Land nicht eingebunden. Was wir aber machen und was unser Landesamt sehr gründlich macht, ist die Zuverlässigkeit, die Qualität der Anbietung der Tests zu überprüfen. Und das passiert auch. Sie wissen, wir haben einige Teststellen schon geschlossen im Land. Es sind zum Glück sehr wenige gewesen im einstelligen Bereich. Alle anderen Dinge, wie man Abrechnungsbetrug verhindern kann, das muss der Bundesgesundheitsminister beantworten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei Abrechnungen und Plausibilitätsprüfungen über die Anzahl der Tests und die eingekauften Tests und diese Dinge vorzunehmen. Aber in diesem Abrechnungsmechanismus waren die Länder nicht eingebunden. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage geht an Uli Gericke, verbunden mit der Bitte, möglichst laut und deutlich zu sprechen, damit wir es alle gut verstehen. Ja, ich gebe mir Mühe, danke. Ich hoffe, es wird hören. Ja. Gut, es geht um das Thema Public Viewing. Ich wollte mal fragen, ob es da besondere Regelungen für gibt während der Europameisterschaft oder ob das Public Viewing zumindest in dem Rahmen, den Sie gerade skizziert haben, vor 3 Jahren möglich ist. Die EM fängt ja schon am 11. Juni an und vielleicht will ja der eine oder andere da was anbieten. Da hätte ich gerne Aussage zu. Und dann noch die kurze Frage, wie lange denn die neue Corona-Verordnung jetzt gelten wird? Also sind das wieder 2 Wochen? Danke. Ja, Herr Gericke, das ist möglich in dem Rahmen, in dem ich das eben gesagt habe. Allerdings müssen die Veranstalter feste Plätze anbieten. Also es gilt für feste Plätze außen und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Die Verordnung gilt bis zum 20. Bis zum 20. Wir haben die Absicht, ab dem 21. Dann noch mal weitergehen oder hoffentlich dann auch noch weitergehende Regelungen umsetzen zu können. Ja, danke. Bitte. Ja, dann habe ich eine Frage von Carsten Zillmann. Er ist nicht telefonisch zugeschaltet, deswegen seine Bitte, die Frage vorzutragen. Er fragt: In Berlin lag die Rate der positiven Tests bei privaten Anbietern deutlich niedriger als in öffentlichen Einrichtungen.
Liegen Erkenntnisse zu der Positivrate bei privaten Testzentren im Vergleich zu öffentlichen Testzentren für Rheinland-Pfalz vor? Nee, wir haben diese Daten bislang nicht erhoben. Ich würde anbieten, dass wir das über das Landesamt nochmal versuchen, nachzuliefern, ob die vorhanden sind. Ansonsten laufen die Positivtestmeldungen ja bei den Kreisverwaltungen auf, und zwar schon die positiven POC-Meldungen, und die müssen dann ja PCR bestätigt werden, in der einen oder anderen Hoffnung, dass es ein falsch positiver Schnelltest war. Diese Hoffnung realisiert sich so im Schnitt aber nur bei 10-15% der Fälle, sodass die allermeisten POC-Tests da sehr zuverlässig funktionieren, wie man sieht. Aber eine Unterscheidung, ob ein privater oder ein öffentlicher Anbieter ist, ist insofern auch schwierig. Auch die Apotheken und Ärzte sind private Anbieter, und auch die ehrenamtlich bestückten Hilfsorganisationen werden jetzt vielleicht in der Wahrnehmung als öffentliche Anbieter gesehen, sind aber eigentlich durch die Vereinsstruktur auch private. Gut, dann wäre Markus Wolf an der Reihe. Markus Wolf. Ich guck mal, ob. Dann würde ich jetzt mal Karin Dauscher vorziehen, in der Hoffnung, dass Markus Wolf noch danach seine Frage stellt. Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch, dass ich zu hören bin. Ja. Gut. Vielen Dank. Eine Frage, mehrere Fragen habe ich. Frau Dreyer, Sie hatten zunächst gesagt, dass Luca und Sorma fast überall installiert sind. Können Sie vielleicht sagen, wo noch Lücken sind? Oder vielleicht weiß das auch Herr Hoch besser. Die Frage nach den Testzentren und dem möglichen Betrug. Herr Hoch, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann weiß es Rheinland-Pfalz gar nicht so richtig, ob hier betrogen wird. Das sind nur Zufallsfunde. Sie sagen, das ist eigentlich Sache des Bundes. Und man kann jetzt nicht sagen, aus der geringen Anzahl der aufgeflogenen Fälle, dass es hier auch weniger Betrug als anderswo gibt. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Und noch eine Frage zu den geplanten Sonderimpfaktionen in Ludwigshafen und Worms. Ist das inzwischen schon bekannt, wann dies vorgenommen werden soll? Dankeschön. Ja, das sind alles Fragen, die an den Gesundheitsminister gehen. Wir haben noch drei Landkreise, bei denen die Einführung von Luca noch nicht so funktioniert, wie wir uns das reibungslos vorstellen. Aus meiner Erinnerung ist das Neuwied, Südliche Weinstraße und Kusel. Falls ich da jetzt gerade was Falsches gesagt habe, würde ich das nochmal nachliefern, dass Sie nicht morgen alle schreiben. Es sind die drei. Was die Betrugsfälle angeht, das Wesen leider solcher Fälle sind ja, dass die Menschen, die trügen wollen, ist darauf anliegen, dass sie erstmal das im Verborgenen tun. Also wenn das so leicht wäre, immer zu sehen, wer da gerade betrügt, dann wäre es tatsächlich sehr einfach. Sie sehen aber an dem System, dass die Staatsanwaltschaften ermitteln und dass die Leute auffallen, dass das System der Überprüfung und der Auffälligkeiten ja durchaus funktioniert und so Sachen auch auffallen. Deswegen gehen wir nach unseren stichprobenartigen Überprüfungen der Qualität der Teststellen davon aus, dass die, die da qualitativ vernünftige Tests anbieten, auch Gewähr dafür bieten, dass sie nachher bei der Abrechnung sich auch ordnungsgemäß verhalten. Wenn es dann bei Plausibilitätsprüfung durch den Bund dazu kommt, dass auffällt, hier gibt es ein seltsames Missverhältnis zur Größe der Teststelle oder zu den abgerechneten Tests im Vergleich zu vielen anderen, dann gibt es ja auch die Möglichkeiten, dass vor Ort effektiv kontrolliert wird. Und das, was in anderen Bundesländern aufgeflogen ist, das gibt es bei uns noch nicht. Und ein Anbieter, der da in Rede steht, hat bei uns auch gar keine Zulassung bekommen, sodass wir da vielleicht dann auf der richtigen Seite waren, dass die Zulassung nicht erteilt wurde. Die Sonderimpfaktionen sollen noch diese Woche starten. Ein genaues Datum kann ich Ihnen noch nicht nennen. Ich höre, dass Worms sehr weit ist in der Vorbereitung, auch mit der Impfinfrastruktur, und dass Ludwigshafen noch 1-2 Tage braucht, um die Infrastruktur dann tatsächlich vor Ort auch zu etablieren. Ja, vielen Dank. Ich stelle jetzt die Frage von Markus Wolf. Ab wann wieder können wieder Weinfeste und Kirmes stattfinden?
Ich würde einfach mal sagen, Herr Wolf, das ist jetzt ein Tag zu früh. Also wir können das heute noch nicht so richtig beantworten. Wir sind ja jetzt in wirklich großen Öffnungsschritten. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, dass wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, wie kann es mit Veranstaltungen in irgendwelchen Formen ablaufen. Aber das ist heute einfach noch nicht der Tag, wo wir das beantworten können. Wir werden dann nächste Woche mit dem neuen Stufenplan sicherlich auch solche Fragen beantworten. Aber das geht jetzt heute dann doch eigentlich ein bisschen noch an der Situation vorbei. Also wir sind sehr froh, dass wir so weit jetzt schon öffnen können heute und alles andere kommt danach. Vielleicht ist es generell nochmal ein Anlass zu sagen, wir sind total glücklich darüber, dass wir in der Lage sind, in der wir jetzt sind. Aber es ist leider ja auch noch nicht so, dass wir die Pandemie komplett überwunden haben, sondern wir müssen wirklich noch schauen, dass noch mehr Menschen geimpft werden, dass wir da weiter so stark vorankommen und dass wir die Inzidenz auch weiterhin gedrückt bekommen. Und vielleicht noch mal an den letzten Sommer gedacht, schätzen Sie sich mal gerade für sich selber ein, wo wir da eigentlich bei der Inzidenz standen. Da standen wir ja bundesweit unter 10. weit unter 10. Und das ist gefühlt, sind wir eigentlich heute schon in dieser Situation, sind wir aber eigentlich nicht. Aber wir haben den Vorteil, dass mehr Menschen geimpft sind und deshalb müssen wir mit Hochdruck daran weiterarbeiten, damit wir nicht dann doch nochmal irgendwie kalt erwischt werden. Ja, auf meiner Liste ist jetzt sozusagen die letzte Frage. Matthias Zahn möchte etwas zum Komplex Bäder, Saunen, Thermen fragen. Bitte, Matthias Zahn. Ja, ich grüße dich, Frau Dreyer. Ich wollte fragen zu den Auflagen. Ist das im Endeffekt dasselbe wie im vergangenen Sommer zu den Bädern? Da gab es ja Auflagen, dass im Schwimmbad 1,50 Meter Abstand gehalten werden musste, im Baggersee 3 Meter. Also ist das wieder so oder welche Auflagen gibt es da generell? Und die zweite Frage, habe ich das richtig verstanden, dass Saunen und Thermen unabhängig von den Hotels auch öffnen dürfen, aber dass die Hallenbäder nur in den Hotels öffnen und da nur für die Gäste? Ja, hallo Herr Zahn. Der Herr Hoch wird das jetzt im Detail nochmal sagen. Ich will nur zu den Freibädern sagen, wir haben ja eigentlich auf die Systematik umgestellt, dass maximal 50% der Kunden sozusagen da letztendlich Einlass haben sollen. Aber natürlich können die Freibäder, die Kommunen, alle, die das Gefühl haben, das war super mit unserem Hygienekonzept das letzte Mal, genau dieses Hygienekonzept auch wieder anwenden. Also das kann dann der Veranstalter letztendlich dann selber entscheiden, wie er es macht. Und vielleicht zu Thermenhotels, im ganzen Komplex nochmal der Herr Hoch. Ja, also Herr Zahn, das ist so, die Hotels öffnen ihre Wellnessbereiche für die Hotelgäste. Und in den Hotels haben wir ja mit diesem 48-Stunden-Testregime für die Gäste auch ein etabliertes System, dass das, glaube ich, gut und verantwortungsvoll mit den Hygieneplänen, die die haben, möglich haben. Bei den Saunen würden wir mit einer Kapazitätsbeschränkung auf 50% eine generelle Öffnung vorsehen. Also es gibt zum Beispiel häufig Fälle, da hat auch ein Fitnessstudio eine angeschlossene Sauna. Da komme ich ja ohnehin nur mit Test rein. Dann kann die Sauna auch mitbenutzt werden für die Mitglieder dann zum Beispiel in diesem Fitnessstudio. Und was die Thermen angeht, muss man miteinander, glaube ich, klar haben, dass die allermeisten Thermalbäder, die wir im Land haben, Bäder sind, also eine Hallenbadinfrastruktur haben. Und deswegen würden wir die allgemein synchron nur mit den Öffnungen der Hallenbäder vorsehen wollen. Gut, vielen Dank. Ich habe jetzt keine Fragen mehr der zugeschalteten Journalistinnen und Journalisten, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Hier ist noch eine, und zwar, wie sieht es mit den Flohmärkten aus? Nochmal von Markus Wolf. Also Flohmärkte würden wir im Rahmen der Perspektivplanung vorsehen, ob für den nächsten oder übernächsten Schritt müssen wir dann mal schauen bei den Flohmärkten. Wir wissen alle, wie so Flohmärkte organisiert und gemacht sind. Da geben sich die Veranstalter sehr viel Mühe. Aber gerade bei schönem Wetter sonntags morgens sind die auch wahnsinnig begehrt in unserem Land. Und das mit dem Abstand einhalten auf dem Flohmarkt ist an der einen oder anderen Stelle schwieriger als in anderen Lebenssituationen, sodass wir im Moment da noch ein bisschen behutsamer sein werden. Aber wir haben ganz klar, die Marktanbieter, es sind ja nicht nur Flohmärkte, wir haben Kunst- und Handwerkermärkte und viele andere Dinge im Land. Das soll perspektivisch auch wieder ermöglicht werden. Herzlichen Dank. Gibt es noch Fragen hier im Raum? Dann würde ich die Pressekonferenz schließen. Und jetzt ist Zeit
für O-Töne. Vielen Dank.